Erste Prototypen, die mit Hilfe des sogenannten Nano-Flow-Cell-Konzepts angetrieben werden, fahren bereits auf den Straßen der Schweiz. Diese Elektroautos werden nicht mit Hilfe einer Batterie mit vielen Zellen angetrieben, sondern durch zwei Elektrolytflüssigkeiten, die über eine Membran Elektrizität für den Elektromotor erzeugen. Die einen feiern es, die anderen zerreißen es in der Luft. Doch was ist wirklich dran an diesem Hype? Ihr habt euch dieses Thema bei WhatsApp gewünscht, wie man übrigens dazu kommt, mehr am Ende des Videos, und bekommt es auch jetzt in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Die Technik der Flusszellenbatterie ist nicht neu, sondern schon seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts bekannt. Es gab auch schon Experimente bei der NASA, die diesen Energiespeicher konstruierte. Konkret geht es um eine Art Redox-Flow-Batterie. Hier zirkulieren sowohl ein Elektrolyt mit positiver Ladung als auch ein Elektrolyt mit negativer Ladung in zwei getrennten Kreisläufen. Durch eine Membran findet ein Ionenaustausch statt, der dafür sorgt, dass die E-Motoren angetrieben werden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Diese Form der Batterie ist preisgünstig und ermöglicht zudem große Reichweiten. In Windkraft- und Solaranlagen werden Flusszellen schon seit einiger Zeit zur stationären Energiespeicherung eingesetzt. Doch diese Konstruktionen sind oft größer als mehrere Autos. Doch dieses Problem will das schweizerische Unternehmen NanoFlowCell gelöst haben. Das Verfahren sei reif für den Serieneinsatz. Zitat: Mit der NanoFlowCell haben wir es erstmals geschafft, eine Flusszelle auf die Größe eines Aktenkoffers zu reduzieren und gleichzeitig die Energiedichte der Elektrolyte zu verzehnfachen. NanoFlowCell ist der derzeit innovativste und leistungsfähigste Energielieferant für mobile und stationäre elektrische Anwendungen. Die beiden verschieden geladenen Elektrolytflüssigkeiten werden in zwei separaten Tanks gespeichert. Heißt also, anders als bei herkömmlichen Batterien können die flüssigen Elektrolyten außerhalb der eigentlichen Zelle gelagert werden. Das wäre der absolute Wahnsinn. Statt stundenlang die eigene Batterie zu laden, fährt man an eine Tankstelle und tankt geladene Elektrolytflüssigkeit. Revolutionär wäre das und es würde nur ein paar Minuten dauern. Im Endeffekt ist das auch der entscheidende Unterschied. Die gespeicherte Energiemenge ist nicht mehr von der Zellengröße abhängig. Energiewandler und Energiespeicher sind getrennt voneinander. Laut der offiziellen Webseite ist die Energiemenge, die bereitgestellt werden kann, abhängig von zwei Faktoren. Zum einen von der Elektrolytkonzentration in der Elektrolytflüssigkeit und vom Volumen der Elektrolyttanks. Beides könne aber an die unterschiedlichen Anwendungen angepasst werden. Nerviges und langes Aufladen, das gibt's nicht mehr. Sobald die Elektrolytflüssigkeiten verbraucht sind, wird nachgefüllt. Was bedeutet das konkret für Elektrofahrzeuge? Eine bedeutende Rolle spielt der Filter, der der verbrauchten Elektrolytflüssigkeit die gelösten Salze entzieht. Durch einen Generator, der durch die Fahrtenergie angetrieben wird, wird das übrig gebliebene Wasser zu Wasserdampf zerstäubt. Ab und an müssen die Elektrolyttanks natürlich aufgefüllt werden. Dazu heißt es auf der Website: Mit Nanoflowcell-Technologie könnten allein im Straßenverkehr jährlich 19.250 Megatonnen CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe vermieden werden. Das sind 75% der weltweit durch Transport und Verkehr erzeugten CO2-Emissionen. Und die Umwelt- und Nachhaltigkeitsbilanz der Produktion von NanoFlowCell sieht auch ziemlich gut aus, wenn man den offiziellen Angaben traut. Man verwende Rohstoffe, die in großer Menge verfügbar seien bzw. umweltverträglich, gesundheitsunbedenklich und nachhaltig gefertigt werden. Metalle seltener Erden und Erdmetalle werden demnach nicht eingesetzt. Doch entscheidend im Themenbereich Autos ist natürlich auch die Leistung. Der Vorteil hier: Selbst nach 10.000 Ladezyklen soll kein Memory-Effekt eintreten, sagt dazu das Versprechen der Hersteller. Das bedeutet, dass die NanoFlowCell bis zu 10-mal mehr Ladevorgänge bewältigen kann als konventionelle Lithium-Ionen-Akkusysteme. Lithium-Ionen-Akku ca. 1000 Ladezyklen. In einem Automobil würde dies einer Reichweite von rund 10 Millionen Kilometern entsprechen und damit die Lebensdauer eines modernen Automobils bei weitem übertreffen. Zusammengefasst, also noch einmal für alle, die jetzt ihren eigenen Ohren nicht trauen konnten: Eine Reichweite von 1000 Kilometern, kein Problem. Die Nachtankzeit rund 4 Minuten. Die Batterie kaum alternd, mehr als 10.000 Ladezyklen. Und ein Beispiel aus der Praxis wurde auch geliefert mit dem Kleinwagen Quantino, der auf der
48 Volt Technik basiert und zwei 159 Liter Elektrolyttanks hat, sei man mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde mehr als 14 Stunden am Stück gefahren. Also alles viel zu schön, um wahr zu sein, oder? Lange Jahre pries die Firma NanoFloCell solche sensationellen Daten und Leistungswerte an, teilweise vergleichbar mit Supersportwagen. Auch die eigenen Studienergebnisse versprachen immer wieder neue Sensationen, doch lange dürfte niemand die sogenannten Quant-Autos fahren. Die Prototypen mit deutscher Zulassung fahren nur auf den Straßen der Schweiz. Den Treibstoff und den Tankvorgang will man nicht öffentlich machen und die technischen Daten scheinen teilweise vor allem eines unrealistisch. Und genau diese Geheimniskrämerei führte dann dazu, dass immer mehr Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Unternehmens aufkamen. Und das von allen Seiten. Im Oktober 2016 dann die Wende. Die Fachpresse war eingeladen zu einer ersten Probefahrt. Superkondensatoren, die als Strompuffer zwischen der Flusszelle und dem Elektromotor geschaltet sind, sollen eine Beschleunigung von rund 5 Sekunden von 0 auf 100 Stundenkilometer möglich machen. Eigentlich nicht möglich für ein Fahrzeug mit einer Masse von rund 1200 Kilogramm. In dem Testbericht einer großen Autozeitschrift Automotor und Sport vom 6. Oktober 2016 hieß es dazu, Zitat, die versprochene Dynamik kann der Flusszellenflow auf dem Testgelände nicht ganz beweisen, aber trotzdem fährt er, typisch Elektroauto, ansatzlos zügig los. Auch bei Prototypen der großen Automobilfirmen müssen bei der ersten Fahrt bekanntlich Abstriche gemacht werden. Immerhin, der Quantino absolviert seine erste Ausfahrt völlig problemlos. Er surrt zwar vernehmlich, liegt aber gut auf der Straße und wirkt überraschend solide. Ja, was die Testfahrer also bestätigen konnten, waren eher grundsätzliche Erkenntnisse. Die Fahrzeuge werden von Elektromotoren angetrieben und ihre Reichweite passt, um einen ganzen Nachmittag zu fahren. Zudem waren die Fahrzeuge wohl gut und hochwertig verarbeitet. Und abgesehen von der Leistung, wie sieht die Infrastruktur aus? Eher mau, es gibt noch keine einzige Ladestation. Doch der Technikchef des Unternehmens, Nunzio Lavecchia, ist optimistisch, da die Flüssigkeiten unbedenklich seien und keine Hochdrucktanks braucht, seien entsprechende Tankstationen leicht zu installieren. 10 Cent pro Liter wurden mal als Preis angegeben. Ob das tatsächlich realistisch ist, halte ich jedoch bei allem Optimismus für fraglich. Mittlerweile soll es weitere Testfahrten mit japanischen Ingenieuren gegeben haben, wonach die Autos ohne Nachtanken rund 1000 Kilometer fahren konnten. Fest steht jedenfalls, NanoFloCell will gar nicht unbedingt ein Autohersteller sein, sondern sieht Elektroautos nur als einen Teil. Dennoch, wenn alles stimmt, was das Unternehmen behauptet, könnte die Zukunft der E-Autos wirklich bezahlbar, sauber und nachhaltig sein. Und eines ist wichtig. Immer wieder gibt es Scharlatane, die mit absurden Ideen leichtgläubige Investoren über den Tisch ziehen. Aber es gibt auch revolutionäre Technik, die jahrelang von Behörden und alteingesessenen Unternehmen blockiert wird. Ich erinnere hier nur an den Brennwertkessel, der einen viel höheren Wirkungsgrad als normale Heizkessel hat. Die Abgase waren sogar kalt. Kein Ingenieur wollte das glauben und dem Erfinder wurden noch und noch Steine in den Weg gelegt. Heute ist der Brennwertkessel fast in jedem Haus zu finden, weil die Technik einfach viel besser ist als die alte Heizkesseltechnik. Es könnte also wirklich funktionieren. Ich bin jedenfalls extrem gespannt. Und wenn ihr immer als Erste Neues zum Thema Elektroautos und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann meldet euch hier bei WhatsApp an. Dann erfahrt ihr vor allen anderen von mir vom neuesten Video direkt, wenn es hochgeladen wurde, garantiert. Ihr könnt dort direkt in der Redaktion von Klickso mitmachen und mir Themen vorschlagen oder über Abstimmungen mitbestimmen. Einfach da draufklicken und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, bald nur noch Elektroautos, Technik vor Technologiesprung. Da geht es um eine andere Innovation. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.